Hallo liebe Dino-Freunde, ich habe in der letzten Zeit leider kein Video veröffentlicht. Hängt einfach damit zusammen, ich habe hier schon wieder in meinem Studio umgebaut. Ich war schon wieder ein wenig unzufrieden und musste hier schon wieder umräumen. Und das dauert immer eine Weile. Aber was mehr Zeit gefressen hat, war nämlich der Artikel für das Super Action Magazin. Und zwar ist das ein Nerd-Magazin, was ich euch nochmal in einem separaten Video vorstellen werde. In der nächsten Ausgabe wird es einen Artikel zum Thema Jurassic Park 30 Jahre Actionfiguren von meiner Person geben. Den habe ich jetzt geschrieben und abgeschickt. Und der wird jetzt in der November-Ausgabe, wird der erste Teil erscheinen. Und da werde ich dann auch nochmal ein passendes Review hier, ein Kurzreview über das schöne Magazin machen. Und das hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit gefressen. Deswegen leider keinen Content. Und in der Zwischenzeit, in den gut 4 Wochen, die jetzt schon wieder verstrichen sind, sind eine ganze Menge neue Sachen schon wieder passiert. Unter anderem, ja, Beyond the Gates. Und das zeige ich euch jetzt. Also schauen wir mal zu den News, die es hier so zu besprechen gibt. So, wir schwenken hier mal rüber auf Beyond the Gates auf Target.com. Hier könnt ihr schon sehen, es ist eine neue Figur angekündigt gewesen. Und ich habe schon hin und her gerätselt und ich dachte mir es schon fast, weil es ja schon durchgesickert war, dass in der Hammond Collection ein Carnotaurus rauskommt. Und es war auch so, man hat hier also den neuen Carnotaurus vorgestellt. Wir gucken uns einfach das Video fix dazu an. So, also hier wie immer, bla bla bla, laber Sülz, ihr kennt das schon. Wir spulen mal ein Stückchen vor und zwar zum... Hier haben wir jetzt also Bilder vom Carnotaurus. Und ich muss persönlich sagen, ich habe mich mega auf diesen Carnotaurus gefreut. Und es ist meiner Meinung nach die beste Hammond Collection Figur, die bisher erschienen ist, aus folgenden Gründen. Nämlich, die Details sind hier einfach absolut megamäßig umgesetzt und ich denke mal, wir werden es gleich nochmal sehen, das basiert auf dem 3D-Modell aus Jurassic World Fallen Kingdom und dieses 3D-Modell wird man hier direkt verwendet haben, um das Modell umzusetzen. Hat natürlich dann hier entsprechend die Gelenke mit eingebaut, aber es sieht einfach tipptopp klasse aus. Man hat hier, was ich sehr gut finde, auf ein zusätzliches Gelenk im Brustbereich verzichtet. Da beim T-Rex hier hinten könnt ihr sehen, er sackt immer so ab. Es macht die Figur zwar wesentlich beweglicher, aber ich finde es schön, wenn es fehlt. Also ich kann da gut drauf verzichten. Mir reichen die Artikulationspunkte, die es sonst so hier gibt, vollkommen aus. Und es ist hier im Größenvergleich eine Mid-Size-Figur, also so eine Mittelgröße. Hier haben wir den, okay, Mid-Size-Dinos, Large-Dinos XL. Okay, also ich würde sagen eher so eine mittlere Größe. Okay, also wir schauen erstmal hier uns die Details an und das ist absolut der absolute Burner. Guckt euch bitte diese Augen an, diese Schuppen. Hier, man kann ja wirklich jede kleinste Schuppe erkennen und das sieht so toll aus. Außerdem hat er, wie eigentlich jetzt alle neuen Hammond Collection Figuren, diese transparenten Augen. Das sollen jetzt alle Figuren bekommen. Auch der neue Dimetrodon soll es auch bekommen oder hat es eben schon. Man hat es ja schon auf der Comic-Con gesehen. Und hier habt ihr nochmal das echte Modell dazu. Jetzt stockt hier wieder leider ein bisschen. Und also ihr könnt schon sehen, es ist einfach nur ein wahrer Traum. Es ist ein richtig geiles Modell. Was mir auch sehr gut gefällt, sind die durchaus sehr kleinen Zähne, die man hier sehr, sehr schön umgesetzt hat. Und ich denke, so wie das Ganze hier aussieht, wird das auch hervorragend ineinander verschließen sich. Also dass die Zähne ordentlich ineinander übergehen, dass man das... dass das einfach sehr, sehr natürlich aussieht. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass man hier wieder diese, ich sag mal, standardmäßigen Spannhäute einsetzt und nicht diese Gummihäute, wie es beim T-Rex der Fall ist. Denn ich musste leider schon feststellen, dass beim T-Rex, wenn das Maul geschlossen ist, dass diese Spannhäute, die aus diesem sehr weichen Gummi sind, bei mir angefangen haben, aneinander anzukleben. Und wenn ich das dann aufgemacht habe, dann klebte das so ein bisschen dran. Also deswegen als kleinen Tipp so, ich stelle meine T-Rex immer mit geöffnetem Maul hin, dass diese Gummiteile immer möglichst straff sind und da eben nicht aneinander ankleben können. Ist, ja, keine schöne Entwicklung, aber ich denke mal, diese Gummispannhaut wird hoffentlich eine Eintagsfliege gewesen sein. Ich hoffe es. Falls nochmal ein Bug-T-Rex kommt, dass der das dann vielleicht nicht hat. Also ich hoffe, dass Mattel das wieder hier in dieser Plastikvariante umsetzt. Finde ich persönlich richtig gut. Hier könnt ihr nochmal die schönen angedeuteten Glasaugen in Anführungszeichen sehen, was richtig toll aussieht. Aber auch so, guckt euch mal dieses Sculpting an. Wenn er hier das Maul nur so leicht geschlossen hat, schaut mal, wie realistisch das aussieht. Es sieht einfach nur tipptopp aus. Es ist eine Figur zum Verlieben. Man kann es nicht anders sagen. Hier könnt ihr nochmal das Basismodell von
ILM, Industrial Light and Magic, sehen, die hier das Ganze zur Verfügung gestellt haben offensichtlich. Und das wird offensichtlich hier die Basis gewesen sein, was man gleich verwendet hat, um das Ganze hier. Wir überspringen das mal ein Stückchen, weil das ist jetzt hier nur, geht es um den Film. Jetzt sind wir hier bei den Farben angekommen und könnt schon sehen, hier kommen eine ganze Menge verschiedene Farbtöne zum Einsatz. Und man hat hier auch, zumindest hier auf der Grafik, die Unterbauchseite bis zum Schwanz weiß koloriert. Ich weiß gar nicht, ob das beim fertigen Modell auch so der Fall ist. Wobei hier sieht es aus, dass es wieder an der Kloake endet. Okay, müssen wir mal schauen, wie das... Ja, hier sieht man auch. Also es wird wieder bis zur Kloake gehen und den Schwanz hat man wieder nicht bemalt. Ich denke mal, das ist ein zusätzlicher Produktionsschritt, den man hier einfach immer damit einspart oder was. Keine Ahnung, auf jeden Fall... Schade, aber so ist es leider. Hier könnt ihr schon den neuen Owen sehen. Der ist hier also auch schon mit abgedreht. Es ist einfach ein Traum. Schaut euch dieses Tier nur an. Es ist der absolute Hammer. Guckt euch mal an, wie man den hinstellen kann. Das sieht so richtig aus wie in Fallen Kingdom, als der Carnotaurus da auf Owen zukommt und ihn anbrüllt. So, ja, diese Szene habe ich da im Kopf. Also es sieht total klasse aus. Ein richtig tolles, starkes Modell. Wird also demnächst verfügbar sein. Auf Amazon.com war er sogar schon vorbestellbar, beziehungsweise war er gelistet. Ich habe ihn da schon geordert. Mal schauen, wenn er dann da ist, dann werde ich den natürlich ganz schnell hier in einem Video vorstellen. So, machen wir weiter mit der nächsten Neuheit, die jetzt erst vor kurzem sich aufgetan hat. Und zwar Mattel Creations. Und ihr könnt schon sehen, Life Finds a Way, und zwar Dr. Henry Wu als Mattel Creations Exclusive. Wird anlässlich einer Comic-Con veröffentlicht. In New York ist die Comic-Con, glaube ich, jetzt. Das Schöne daran ist, dass wir das auch hier bei Mattel Creations kaufen können. Und ihr könnt schon sehen, jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es noch 5 Tage, bis das Ganze freigeschalten wird. Das wird am kommenden Donnerstag um 17 Uhr freigeschalten. Das heißt... Ja, setzt euch dringend vor den PC. Ich denke allerdings, dass die Figur, ja, ich denke mal, nicht ganz so schnell weg sein wird. Denke ich zumindest, weil es ja ein Nebencharakter ist. Auch wenn es noch niemals einen Dr. Henry Wu als Figur gibt und er sozusagen nach 30 Jahren das erste Mal als Figur veröffentlicht wird, gehe ich trotzdem davon aus, dass er eine Weile verfügbar sein wird. Ähnlich wie es auch bei Dr. Ian Malcolm der Fall war, der in diesem Buch kam, wo er quasi verletzt war. Das war auch, das ist immer noch verfügbar. Also wer das noch haben will, kann das immer noch kaufen. Jetzt schauen wir uns hier mal die Detailbilder vom Dr. Henry Wu an. Denn es gibt hier ganz nette Gimmicks, die hier mit beigepackt sind. Hier könnt ihr schon das komplette Set sehen. Nämlich einen Mr. DNA als Actionfigur, was ich sehr, sehr cool finde, denn der amerikanische Kollege Ted Brothers hat schon mal eine Actionfigur gemacht. Das wollte ich sogar schon mal nachbauen, aber jetzt bekommen wir quasi eine originale Figur von Mattel. Und ja, da kann man sich den Nachbau natürlich sparen. Ich finde Originalfiguren immer schöner als selbstgemachte Sachen, wenn sie gut gemacht sind. Wenn es natürlich Sachen gibt, die nicht so schön sind, dann baue ich das auch gerne selber um. So, oh, ich habe das noch gar nicht gesehen. Sogar mit Lichteffekt wieder. Das ist sehr, sehr geil. Also gibt es hier auch wieder ein paar taffe Sprüche wahrscheinlich von unserem Dr. Henry Wu. Er kommt hier also als Hammond Collection Figur. Seht ihr daran, dass er wieder zusätzliche Gelenke hat. Und kommt hier in diesem komplett weißen Outfit. Hat ein kleines, Klemmbrett mit dabei und einen Stift. Ein Freund von mir, der sagte schon mal, oh, das ist ja ein Reagenzglas. Nein, nein, das ist halt der Stift sein. Es ist halt ein sehr dicker Stift. Es muss halt ja irgendwie als Figur machbar sein. Deswegen haben sie das hier ein wenig größer gemacht. Was ich nicht ganz so schön finde, ist, dass man hier leider kein Inkubator, wie er im Film zu sehen ist, mit beigepackt hat. Das hätte ich mir persönlich sehr gewünscht. Man hat hier so eine Art, ich weiß nicht, ob das aus Kunststoff ist, so eine Art Säule, sowas angedeutet wie diesen Inkubator, der im Film vorkommt. Hier könnt ihr das Ganze nochmal im Groß sehen. Es ist auch ein Baby-Raptor mit Ei dabei, was ich schön finde, dass man das hier mit umgesetzt hat. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwo dabei gehabt. Es kommt auf jeden Fall mir sehr bekannt vor. Vielleicht liegt es auch bloß an der Variante von
John Hammond aus der Amber Collection. Da gab es nämlich auch diesen kleinen Raptor im Ei dabei. Jedenfalls könnt ihr hier dieses kleine Diorama sehen. Ich denke, das wird irgendwie Kunststoff sein. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Plastikteil, was bedruckt wurde. Mattel hätte man noch ein bisschen besser machen können. Also ich hätte mir hier irgendwie einen richtigen Inkubator gewünscht. Meine Kritik an der ganzen Sache. Ansonsten ist die Verpackung natürlich wieder ganz hübsch gemacht. Das Ganze hier als Diorama nachgestellt. Hier Mr. DNA als kleine transparente Figur. Dahinter sogar noch ein kleines Display angedeutet. Er kommt hier auch noch mit Ersatzhandschuhe, also Dr. Henry Wu natürlich. Also so im Großen und Ganzen ist das ein richtig hübsches kleines Set. Wie gesagt, das hier hätte ich gerne in groß gehabt, aber na gut, man kann eben nicht alles haben. Lässt wieder Raum für Customs. So, die Verpackung an sich ist natürlich umso schöner. Wir haben hier also diese Labortüre. Und was noch geiler ist, ist, dass man hier das Jurassic Park Logo in dieser geschnitzten Form mit aufgedruckt hat, so wie man es in der Kinopräsentation von John Hammond sieht oder was hinter John Hammond aufploppt sozusagen. Das finde ich sehr, sehr schön. Richtig gut. Das Ganze soll insgesamt $30 kosten. Ich muss mal gucken, kann man das hier, ich gebe nochmal kurz ein, Jurassic. Also es soll $30 kosten. Bei uns sind es jetzt hier 35 Euro, was dieses Set kosten soll. Aber anlässlich der Verpackung mit dem Mr. DNA, die regulären Figuren kosten bei uns um die 20 Euro, was ja der normale Preis ist sozusagen. Und dann haben wir eben hier noch ein bisschen Zubehör. Also ist der kleine Aufpreis von 15 Euro doch durchaus gerechtfertigt. Es ist doch ganz hübsch gemacht, muss ich sagen. Also ich persönlich finde es gut. Ich werde es auch auf jeden Fall bestellen. Und da darf meine Frau wieder ran. Darf sie wieder shoppen für mich. Achso, hier gibt es noch ein paar zusätzliche Bilder. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier ist also nochmal Jurassic Park 30 Jahre Verpackung. Sehr schön im schlichten Design. Und die Rückseite ist hier nochmal mit dem 30 Jahre Jubiläumslogo versehen. Also, ja, also verpackungstechnisch sieht das doch toll aus. Gefällt mir richtig gut. Eine schöne Figur und vor allen Dingen haben wir jetzt endlich mal Dr. Henry Wu, denn viele, viele Fans haben ja gesagt, Dr. Henry Wu, wir wollen dich haben. Nochmal ein kurzes Wort zum Gesicht. Ich finde persönlich, ja, man erkennt ihn schon als Dr. Henry Wu, aber er hätte, ja, die Gesichter, das ist immer so eine Sache. Mattel, manchmal schaffen sie es richtig gut umzusetzen, dass die Charaktere sehr, sehr ähnlich dem sind, manchmal eher nicht. Es ist so ein Mittelding, würde ich sagen, hier bei Dr. Henry Wu. Aber er ist auf jeden Fall jetzt mit an Bord und das finde ich schön. Dann kann ich ihn hier hinten mit hinstellen und dann haben wir ja fast alle Charaktere aus Jurassic Park so langsam abgefrühstückt. Fehlt noch wer? Eigentlich nicht so richtig. Die Kids vielleicht noch, also in Form der Hammond Collection. Aber ansonsten haben wir dann eigentlich fast alle Charaktere, wenn man die Exclusives mit dazu zählt, wo eben unser Anwalt mit dazu zählt, haben wir im Prinzip fast alle Charaktere jetzt zusammen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Können wir dann so langsam mal mit Lost World weitermachen? Apropos The Lost World, da kommen wir gleich mal zum nächsten Thema. Es sind ein paar neue Sets aufgetaucht bzw. durchgesickert, nämlich ja Lost World Sets. Deswegen hervorragende Überleitung. Ich zeige euch jetzt mal die Bilder und zwar wir fangen erstmal hier mit, okay, das ist jetzt zwar kein Lost World Set, aber ich zeige es euch erstmal. Und zwar stammen die Bilder aus der, ja, aus dem Update der neuen Jurassic World Facts App. Da gab es jetzt ein Update und da kann man die Figuren, auch wenn man sie quasi noch nicht eingescannt hat, auf seine Wunschliste setzen. Und wenn ihr das quasi macht auf die Wunschliste, dann sieht man die Sets, wie die aussehen. Und da hat Mattel sich wieder mal selbst verraten. Also wir können jetzt erstmal für die neuen, für die neue Serie, zum Beispiel hier aus der Epic Attack Serie, einen neuen Baryonyx sehen. Der hat jetzt nichts mit The Lost Worlds zu tun, aber es ist trotzdem eine geile Figur und ich denke mal, dass er mit der neuen Serie The Chaos Theory, der Netflix-Serie, zusammenhängen wird, die nächstes Jahr erscheinen soll. Da soll es auch bald einen Trailer dazu geben, also da bin ich echt gespannt und ich finde, er sieht richtig geil aus. Ich mag den Baryonyx sowieso sehr. Kleines Manko an dieser Stelle, er sieht aus, als hätte er einen sehr, sehr kurzen Schwanz. Schweif, wie auch immer man dazu sagen will. Der hätte durchaus länger sein können. Gut, aber ansonsten, der restliche Körper sieht sehr, sehr geil aus und diese Level 3 Action-Funktion, die finde ich richtig gut gemacht. Ich habe dazu leider noch kein Review gemacht, obwohl ich die Figuren fast alle da habe. Auf jeden Fall gibt es erstmal einen neuen Baryonyx. Sehr, sehr geiles Modell. Jetzt kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Highlight, nämlich zu diesem Set hier. Und zwar soll es in der Legacy Collection mit der Jurassic World
Serie weitergehen. Man hat hier jetzt also den Barry mit einem Quad quasi vorgestellt oder angeteasert mit diesem Bild. Ihr könnt also sehen, Barry mit dem Quad aus Jurassic World und dem Raptor, das soll einer der Raptoren sein, ich glaube Charlie. Das ist immer so eine Sache mit den Farben. Das haut immer nicht ganz so richtig hin. Deswegen, ja, das ist auch wieder nur Beigeschmack hier. Das ist einfach nur eine Füllung. Kann man nicht anders sagen, denn schaut euch den Raptor an. Mittlerweile wird nicht mal mehr der Unterkiefer hier in einer helleren Farbe gegossen. Ja, also das ist nur ein Einheitsgrün und ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr low produziert hier. Eine ganz einfache Bedruckung obendrauf. Mattel hat einfach die Angst, dass sich die Sets nicht verkaufen ohne Dinos. Und deswegen packen sie überall einen Dino mit dazu, der eben günstig produziert ist. Aber na gut, sollen sie ruhig machen, ist mir relativ schnuppe, denn in der Hauptsache geht es um den Barry mit dem Quad. Und solange sie da alles richtig machen, ist mir das auch Wurst. Wenn jetzt hier noch ein Dino dabei ist, ist ja für die Kids, ja. Die Kids können damit gerne spielen, den aus dem Fenster schmeißen oder abbrennen oder sonst was machen. Gut, soviel zum Barry, der übrigens auch mit einer Waffe kommt. Ist auf jeden Fall cool, dass Mattel jetzt auch ein bisschen das Jurassic World Thema angeht und da eben auch Sets mit rausbringt. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zum Lost World Set. Ein Set mit einem Mercedes Unimog. Und dieses Fahrzeug kommt auch tatsächlich im Film vor, ist also nicht nur als Konzeptzeichnung verfügbar gewesen, sondern war wirklich real im Film. Das Fahrzeug ist zugegebenermaßen eher unauffällig im Film anzutreffen und wird auch bei dem Angriff auf das Jägerlager nicht zerstört. Der bleibt dann einfach da in der Pampa stehen. Also ein real existierendes Fahrzeug, was ich ganz lustig finde. Irgendwie kommen mir hier die Reifen von diesem Fahrzeug ganz bekannt vor. Ich denke mal, das sind die gleichen wie von dem Crush Truck aus der Dominion-Serie. Zusätzlich haben wir hier noch einen Velociraptor, der hier etwas spärlich bemalt ist. Wir haben hier wieder den hellen Unterkiefer, der wieder nur bis zur Kehle aufgehellt wurde, beziehungsweise der Bereich wurde aufgehellt und dann verläuft sich das Ganze hier wieder in dem Grundton, was ich sehr schade finde. Auch die Klauen hat man wieder nicht bemalt. Sehr, sehr schade. Aber immerhin packt man hier einen Raptor mit rein und er hat auch die Färbung von The Lost World. Zusätzlich finden wir hier neben dem Unimog und dem Raptor noch zwei Kompis, die ganz wichtig sind, nämlich für diese Person hier. Ich zoome ein wenig ran und zwar soll das allen Anschein nach Dieter Stark sein, der ja von den Kompis am Ende auch gefressen wird. Das Bild ist hier ziemlich undeutlich, man erkennt auch das Gesicht sehr schlecht, da es wie gesagt aus der App ist. Und der Hinweis, warum das Dieter Stark ist, ist hier diese Waffe, beziehungsweise dieser Elektroschocker, der hier vorne mit dieser Gabel ausgestattet ist. Und wer The Lost World gesehen hat, der weiß, dass das Dieter Stark hatte. Also mit anderen Worten, das ist Dieter Stark, man erkennt es auch ganz gut an den Kleidungsstücken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Mattel hier das Lost World Thema konsequent weiterführt, auch in der Legacy Collection. Und ich hoffe, dass es noch bald weitere Sets aus The Lost World geben wird. Ja, liebe Dino-Freunde, damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres News-Videos. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dinosaurs Toys and Merchandise. Macht's gut!